Chiara ist Malu dankbar für das, was sie getan hat. Malu hatte ihren Medikamentendiebstahl auf sich genommen, um Chiaras Teilnahme an der deutschen Meisterschaft nicht zu gefährden. Unglücklicherweise verlor Malu dadurch ihren Job als Balletttrainerin. Nun ist die Meisterschaft vorbei und Chiara hofft, dass Gras über die Sache wächst und Malu irgendwann verziehen wird. Aber sie bekommt mit, dass Malu im Zentrum weiterhin gemieden und immer mehr zur Persona non grata wird. Das tut Chiara leid und es drängt sie immer mehr, die Wahrheit zu sagen, wie oben im Video zu sehen ist.